So. Wir schauen erstmal, ob alles funktioniert hier. Stimme wird auch aufgenommen. Gut. Dann wollen wir mal ein bisschen machen hier. Ich bin gerade mal überlegen, was denn das Set, was wir haben. Ah, wir haben unser Standard-Hayabusa-Set, okay. Oh. Okay. Cutscenes können wir ja diesmal überspringen. Haben wir ja alles schon gesehen. Das bringt mich gerade auf eine Idee hier. Ich hatte doch so super krasse Oberseelensteine hier. Wo sind denn die? Da, Imbazit-Kristalle. Das sollte mir auch noch mal ein paar Level geben. Okay, dann schauen wir mal. Oha, das hat gut Schaden gemacht, damit habe ich nicht gerechnet. Können wir eigentlich machen. Ich sollte das vielleicht echt mal als Strategie machen, von wegen, wir opfern immer 10 göttliche Gegenstände und dann machen wir genügend Phantome hier. Wir sind jetzt bei 4. Einfach damit noch mehr göttliche Gegenstände droppen können. Sechs. Wir haben sogar so eine Rolle bekommen. Das ist dann auch noch mal so eine zusätzliche Mission für uns. Läuft hier oben garantiert noch mehr rum, aber wir. Was? Woher kommst du denn?
Wir waren bei 6, glaube ich. Der hat uns keinen einzigen gedroppt. RIP. Sieben. Da hätte ich mich aber sehr aufgeregt, wenn ich drauf gegangen wäre. Oha. Alles grau. Das kann doch nicht sein. Tatsächlich grau. Komisch. Acht Becher. Zwei noch und in der nächsten Mission opfern wir dann 10. Das reicht. Okay, ist hier ganz alleine. Er macht vielleicht Sachen. So, dann haben wir hier auch unsere Abkürzung. Ah, das hat er gehört. Timing hat nicht gestimmt. Eins und zwei. Ich weiß gar nicht mehr, was hier als Gegner wartet auf uns. Dass wir die Rüstung haben. Ja,
Rüstung hätte das anders ausgehen können. Ich glaube, hier kämpfen wir tatsächlich gegen den Schlangenboss. Kann das sein? Dass wir hier noch keinen zweiten Schrein gefunden haben, gefällt mir nicht. Ich will ihn auf ebener Fläche. Komm. Da haben wir aber wirklich alles an Ki verbraucht. Da haben wir jetzt auch endlich unseren Schrein. Ah, nee, hier kämpfen wir, glaube ich, gegen Enendra. Das war dieser Dämon, der diesen Feuersturm hatte. Komm. Bist du wirklich alleine hier? Irgendwas ist aufmerksam geworden. Wir haben Yokai-Fähigkeiten, also verwenden wir die auch. Ach. Ich würde nur sagen, das ging zügig hier. Hatte ich das nicht in dieser Haltung mit drin? Ne? Ah, ich muss das überall extra reinmachen. Okay. Dann hauen wir da jeweils auch nochmal Boni rein. Damit wir wirklich alles vergeben haben hier.
So. Sollte ich vielleicht nicht gegen Yokai versuchen? Da wollte ich stylen, ist das Problem. Gegen dich kann ich es aber versuchen. Okay, gegen menschliche Gegner wird das meine neue Combo. Hatte ich dich nicht schon aufgemacht gehabt? Interessant. Ah, nee, waren zwei verschiedene. Okay. Wo? Schade, ich dachte, das geht auf. So einer schon wieder. Das ist unsere Abkürzung zum Schrein. Runter damit. Jetzt wird es nur gleich verwirrend. Hier bin ich selber immer am Suchen, weil ich mir unsicher bin, wo ich hin muss. Das kann ich runterwerfen schon mal. Dann gibt es hier einen neuen Weg. Müssen wir nur schauen, wohin uns das führt. Oh. Nein.
Dann kommt das hier runter. Ne, in der Mitte ist immer noch Feuer. Da ist nichts mit runterfallen. Da müssen wir hin. Oha. Da kann man auch runter, wenn wir wollen. Komm. Der hat kaum Schaden bekommen. Naja, solange der beschäftigt ist. Da können wir dann als nächstes hin. Ah, Kodama. Da können wir hin. Das holen wir uns. Scheint auch irgendwas Wichtiges zu sein. Ja, der Schlüssel. Damit geht's dann zum Boss, nehme ich an. Erstmal mache ich die Tür hier auf. Und bevor wir zum Boss an sich gehen, wollte ich den Untergrund der Schmiede nochmal überprüfen an sich. Auch deutlich mehr Platz hier. Ich bin am Überlegen, was haben wir denn an Schutzgeistern nochmal? Die Katze und den Hasen. Das ist beides Elektrizität, also Schutztalisman bringt uns nicht viel. Wassertalismane nehmen wir ein paar mit, weil der Gegner ist Feuer-only. Okay, dann geht's hier jetzt wieder hoch. Ich kann den einen Skill ein... Okay. Bei den Grünen einfach einmal alles mitnehmen. Einfach damit was haben. Was. So einer bist du. Na komm, greif schon an. Hallo. Wir spielen hier gerade ein bisschen auf Traum des Starken. Wenn man einen Spieldurchlauf gemacht hat, ist das sozusagen der nächste Schwierigkeitsgrad.
Deswegen sind wir jetzt wieder bei einer alten Mission hier. Boah, schon wieder die Orientierung verloren. Wo müssen wir hin? Hier sieht gut aus, denke ich. Da hat uns was gesehen, aber die können nicht klettern. Von daher egal. Oh! Eins, zwei, okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Das hat uns getroffen. Da ist er wohl nicht so ein Fan von. Komm. Das hätte eklig werden können. Eins, zwei, drei, vier. Da habe ich Glück gehabt, dass ich ihm das Key weggehauen habe. Doch ganz gut. Ich weiß noch, bei unserem allerersten Durchlauf, der hat uns so oft aus dem Leben geballert. Unglaublich. Wir haben sogar seinen Hammer bekommen als göttlichen Gegenstand. Folgende Kapitel wurden freigeschaltet. Schatten. Haben wir jetzt... Ah, okay. Ich dachte, wir hätten schon Dojo-Missionen irgendwie freigeschaltet. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhm zum Eintauschen auch. Können wir an sich sogar die Verwandlung auch einmal ändern, wenn wir das wollen? Machen wir mal einen auf Benkei hier. Inventar ausmisten müssen wir noch nicht machen. Das hat noch Zeit. Heiligtum der Viper. Zehn Becher hauen wir rein. Erhöht die Chance auf göttliche Gegenstände. Dann werden wir jetzt aber auch, wenn wir diese
Phantome, die Roten da sehen. So viele killen, bis wir wieder 10 Becher voll haben. So. Wegen Magie bin ich am Überlegen, Wassertalisman können wir tatsächlich wegmachen, denke ich. Reinheitstalisman, Faultiertalisman. Faultiertalisman kann nicht schaden. Es gibt Bossgegner, die sind mir ein wenig zu schnell. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, wie bin ich damals gelaufen hier. So einer ist das und dann noch an der Kante. Die gefährlichsten sind jetzt weg. So eine Rolle, okay. Göttliches Fragment haben wir auch bekommen. So, hiervon machen wir jetzt ein paar. Das ist schon mal ein Becher. Wir wollen schon göttliche Gegenstände, wenn es geht. So. Wir müssen nur schauen, dass wir uns vom Abgrund weghalten. Ich will keinen blöden Tod sterben. Da wirst du wohl. So, sind wir schon bei 4 Bechern. Ah, da geht's hoch. Das ist ein Mimik. Bei 4 Bechern waren wir, glaube ich. Ach du Schande. Powert er einfach durch. Oh, ich dachte, ich hätte sein Ki schon gebrochen gehabt. Der war nicht schlecht. 5.
uns einfach versucht zu parryen. Eins, zwei, drei. Hier kommt der Drop. Boah, jetzt sind wir bei 6 oder... Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob wir bei 8 oder 9 sind. Wir machen noch 2 zur Sicherheit und gut ist. Aber da finden wir dann schon auf dem Weg was. Oh shit. Da hatte ich nicht gecheckt gehabt, dass das ein Gegner war. Die Kick-Kombo muss ich nochmal üben. Ich verkacke das bisher immer noch. Ist aber schön, dass er uns hier die Begleitung gegeben hat. So kann's laufen, wenn alles klappt. Ich könnte jetzt mal so richtig cheesen. Ich platziere hier eine Falle und dann beschwöre ich das Phantom. Spätestens jetzt sind wir bei 9, einen Becher noch. Dann haben wir das, was wir geopfert haben, schon wieder wettgemacht. Ja, shit, da war ich zu ungeduldig. So, auf engem Raum zu kämpfen gefällt mir nicht. Sind wir hier denn richtig? Doch, sieht so aus. Sieht gut aus. Okay. Hängt nichts an der Decke, dann nehmen wir uns das hier. Komm. Uff. Ich erinnere mich, dass diese Schlangenladies hier ganz gerne an der Decke hängen und sich dann auf jemanden fallen lassen. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, wenn wir nicht Leben aus dummen Gründen verlieren wollen. Hier geben wir
das hier mal mit. Oh shit, das hat ihm nicht so viel gezogen, wie ich wollte. Können wir uns da anschleichen? Können wir. Hier war auch irgendwo eine versteckte Mauer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da bist du. Wir versuchen es mal mit verwirrt. Freundlich vielleicht? Nein! Freundlichkeit fährt da wohl nicht drauf ab. Hier muss ich auch aufpassen wieder. Immer so ein Auge an der Decke hier. Ah, tot. Ich fürchte fast, wir sind einen unnötigen Weg gegangen. Ah, nee, Moment. Hier sind wir... Oder? Aha, okay. Da, das meinte ich. So verstecken die sich nämlich und dann lassen die sich auf einen fallen. Wenn man die übersieht, frisst man ordentlich Schaden. Wurde durch Gift gekillt. Lässt sich hier noch eine irgendwo fallen oder was ist los? Oh. Oha, wie der sich versteckt. Da geht's lang. Nee, auf Bogen. Wir bleiben erstmal lautlos, wenn's geht. Noch einer. So. Das wären die, die uns heimlich überraschen können, alle. Oha, ein kleiner Seitengang. Den Buff nehmen wir uns doch gerne mit hier. Ja, so einer bist du. Thank you.
Der hat uns fast erwischt. Gesamte Kiva weg. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das war mit diesen Pfützen, diese Level, mit den Giftbereichen. Ich erinnere mich. Das war suboptimal. Nicht ganz aufgepasst. Oha. Na? Okay, dann eben nicht. Kanonen sind schon lästig, wenn man die übersieht. Das ist hier eine Abkürzung. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, die hier zu... Oh, okay. Ist eine gute Abkürzung. Habe ich im ersten Durchlauf, den ich hatte, glaube ich, voll übersehen. Ich bin immer den ganzen Weg gelaufen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hier können wir uns runterfallen lassen. Hm. Hier müssen wir vorsichtig sein. Hier gibt es viel Bullshit, fürchte ich. Schon alles ausgetrocknet, okay. Sunekosuri. Mit den Klauen ist das ein bisschen gefährlich mit dem Streichen, aber na gut. Wir hoffen mal, dass die Dinger einfach ein bisschen stabiler gebaut sind. Können wir noch weghauen? Gibt's hier was? Nee, eine Sackgasse ohne Grund. Man konnte hier so Steinstatuen kaputt machen und dann ist das Gift auch weg. Aber ich erinnere mich nicht mehr dran, wo die standen. Ich guck mal hier hinten. Hier war ich noch gar nicht. Ah ja, damit kommen wir am Gift komplett vorbei und müssen nicht durchlaufen. Können wir uns einfach hier runterfallen lassen. An den schleichen wir uns an. An den versuchen wir uns auch anzuschleichen. Das hat dem wohl nicht gefallen. Noch ein Hit? Nee. Die spielen gerade vorsichtiger als ich hier.
So, das Ding machen wir jetzt nämlich kaputt. Und dann gehen die Giftpfützen hier weg. Und jetzt können wir hier ohne Probleme erkunden. Das hat nicht so geklappt, wie ich es gerne gehabt hätte. Feuer ist ein Insta-Kill gegen die. Meistens. Na? Hat doch mehr Distanz überbrückt, als ich dem zugemutet hätte. Du kommst mit. Gesellschaft haben wir gern. Oh, shit. Platzieren hier mal ein paar Fallen und dann jagen wir sie, locken wir sie hier rein. Hat kaum Schaden gemacht. Blutrünstiger Chewimon. Aber keine göttlichen Gegenstände. Das wird wohl so ein Offline-Charakter sein. Die Entwickler haben so Phantome ins Spiel gesetzt. Dass selbst wenn man nicht mit den Servern verbunden ist, was hat, wo man gegen kämpfen kann. Und sich besser verdienen, Becher verdienen kann. Haben sie an sich ganz nice gemacht, finde ich. Ganze Höhle voll mit denen. So, das haben wir auch mal weg. Jetzt haben wir woanders noch so eine Giftsee weggemacht. Ich muss den Weg hier jetzt nur wieder rausfinden. Nee. Nee. Oh je. Ah, okay. Jetzt können wir ganz gemütlich durchs Flussbett hier spazieren. Dich habe ich nicht gesehen. Aber bevor wir uns um dich kümmern, holen wir den weg. So. Denen unsere Falle locken können. Ach.
Da wäre dann schon der Endboss, wenn wir durchlaufen. Aber wir räumen hier erstmal auf und holen uns noch die andere Abkürzung, die es hier gibt. So. Das nehmen wir noch mit. Der Rest ist uns eigentlich egal. Haben das Wichtigste nämlich an sich schon. Diese Schleimdinger, ey. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt da gleich diese Schlange als Boss. Da können wir Feuer. Das habe ich nicht belegt, was? Das hauen wir hier mal rein. Nein. Verlangsam dich mal. Ich treffe mich. Jetzt aber, komm. Das geht doch ganz chillig hier zur Zeit. Das sieht aus, als ob man das kaputt machen könnte, aber wir haben keine Bomben. Gut, dann Sachen dazu verdient hier.
Anima-Ladungsbonus. Gesamtschaden. Kieferbrauch ausweichen. Kirignoration kritisch. Auto-Amrita-Aufladung kritisch. Anima-Bonus für Onyo-Magie. Das ist super, wenn wir komplett auf Magiebild gehen wollen. Noch sind wir aber auf den Jutsu. Dich suche ich. So. Stimmen zwingend nicht, das haben wir, das haben wir. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Hauptmission hier gemacht. Können wir einfach hier ins nächste. Die leere Festung. So, 10 Becher wieder. Der Boss hier hat's in sich. Der grabbt gern. Und macht sehr gerne Schaden. Gibt uns einfach so einen kleinen Geisterstein. Das ist einfach Kleingeld für uns. Wir brauchen mehrere Millionen, um einmal zu leveln. Und der gibt uns einen Geisterstein, der einem 100 gibt vielleicht. Ah, shit. Den Punkt investieren wir gleich mal, sonst vergesse ich das. Von den Passiven können wir eigentlich einige nehmen. Die Hauptskills, die ich so verwende, habe ich eigentlich alle schon. Ah ja, Izuna Drop als geheimer Skill. Hier sind noch so 2, 3 Sachen. Das ist nicht geheim, aber hier sind vermutlich noch 2, die uns fehlen. Gehe ich mal stark von aus. Ich weiß aber nicht, von welchen Bossen. Da mussten wir dann mal gucken. Ja, wie die hier alle zu Splinter Cell Charakteren werden. Und einfach durch die Gegend schleichen. Daran erinnere ich mich. Was haben wir denn? Für den nehme ich sogar einen Rüstungsbuff, einfach nur um auf Nummer sicher zu sein. Ja.
waren wir vielleicht ein wenig zu vorsichtig. Oha. Wir haben die Pfeile, so ist es ja nicht. Ja, irgendwas lacht hier schon. Habe ich nicht gut getimt, da ist uns das Ki mitten im Kampf ausgegangen. Wir werden viel zu laufen haben. Das eine Mal, wo ich die Decke nicht überprüfe, kommt natürlich was angehüpft. Vergängliche Klinge. Ah, shit. Der Fackelwurf. Was ein MVP. Ich will mal auf so einen speziellen Parry gehen. Shit. Egal. Von wegen richtig einfach. Du musst nur blocken, dann geht das Ki aus, dann geht der Parry auch, hieß es. Die greifen bei mir einfach nicht an. Und die, die angreifen, sind Yokai und das Blocken eh eine schlechte Idee. Ja, der ist auch sofort aufmerksam auf uns geworden. Ich kann es bei dem ja mal versuchen. Aber nee, sein Ki geht einfach nicht schnell genug runter. Oha, der Schaden. Jetzt vielleicht. Ne, die wollen nicht so wie ich wollen. Die wollen nicht so wie ich will, meine ich. Verlangsamt. Das ist natürlich nicht so doll. Hm.
schön auf Distanz. Boah, wie lange das hält. Ich bin immer noch. Zwei, drei, vier. Oh, endlich sind wir wieder schnell. Jetzt weiß ich, wie Bosse sich fühlen. So. Schade, das ist eine Abkürzung, aber nicht die, die wir im Moment brauchen. Da wollte ich das Risiko nicht eingehen. Dann locken wir mal zu uns. Ansonsten bist nur noch du hier, scheint's. Können wir um dich herum? Können wir? Wir verdienen uns gerade ganz schön Bildrollen. Da müssen wir dann nachher mal ein paar machen. So, jetzt haben wir eine Abkürzung. Ah, es war der Bereich. Ich erinnere mich, war ich kein Fan von hier. Naja, wenigstens haben wir einen Schrein hier. Das sollte den Großteil von denen umnieten, ja. Woran man sich halt so erinnert, ne? So. Das war ziemlich schnell vorbei. Hier platziere ich erstmal eine Falle und dann hole ich den. Drei
drei Becher. Schön. Ich meine, ich verwende die Fallen ansonsten ja eh nicht. Was ein Cheese, ey. Jetzt sind wir schon bei 5 Bechern dann. Gegen dich gehe ich tatsächlich auf Nummer sicher. Better safe than sorry. Mit der letzten Attacke habe ich nicht gerechnet. Ich guck mal oben hier. Oh shit. Vielleicht hätte ich doch nicht oben gucken sollen. Der ist an einer ungünstigen Stelle runtergefallen. Da müssen wir nachher hin. Oh shit, der kommt zu uns. Okay, was? Alles klar. Da oben. Giftresistenz sei Dank, ey. Normalerweise laufe ich an denen einfach vorbei, aber... Da hätte er mich fast noch geholt. Ich will nicht hetzen müssen, also mache ich das diesmal Stück für Stück. Ich sehe dich. Oder auch nicht, du bist tatsächlich tot. Hab ich wohl was falsch in Erinnerung. Peinlich. Momentan geht das sehr gemütlich voran für uns. Hier war viel versteckt, meine ich. Ja, da hinten ist dieser Laternen-Dude. Eins, zwei, drei.
Da wird es wohl auch sein, den wir hier besiegen müssen, oder? Ja. Fäuste OP. Please buff. Ich guck mal wegen Seelenkern, ob wir nicht noch was Besseres ausrüsten können. Oh hoppla, das wollte ich nicht. Vielleicht kann ich den hier tauschen für irgendwas. Glück plus 4. Naja, wieso nicht? Außer wir finden etwas, wo noch mehr Glück bei ist. Jo, dich machen wir noch und dann rushen wir zum Boss. Nee, die lassen uns in Ruhe. Okay. Buffen wir uns erstmal. Uns das Leben gerettet, mal wieder. Ach du Schande. Die Bomben interessieren sie einfach nicht. Schon wieder! Diesmal sind wir tot.
will einfach nur dein Ki brechen. Meine Güte. Man kann auch direkt mit dem zweiten Teil anfangen. Wenn man den ersten spielt, dann gibt es halt so Momente im zweiten, wo man Charaktere wiedererkennt und sich drüber freut. Aber so an sich kann man auch gleich mit dem zweiten loslegen, wenn man möchte. Nee, muss man nicht. Der zweite Teil erzählt seine ganz eigene Geschichte. Beides komplett verschiedene Geschichten, aber es gibt halt Charaktere, auf die man wieder trifft. Wo man so Aha-Momente hat, aber das war's dann auch. Der größte Unterschied ist halt Living Weapon und Yokai Form. Im ersten Teil hattest du wie so eine Fähigkeit, dass deine Waffe viel mehr Schaden macht, so wie so ein Power-Up-Modus. Und hier kannst du dich halt selber in den Yokai verwandeln, das ist dann die andere Form des Power-Up-Modus. So, ich mache hier mal ein paar Phantome. Damit ich die 10 Becher, die ich geopfert habe, gleich schon wieder zurückkrieg hier. So, das ist schon mal ein Becher. Sind wir jetzt bei 3. Dann wechsle ich auf Bogen lieber. Na? Dich habe ich vorher nicht gesehen. Da wollte ich parieren, hat nicht ganz geklappt. Du hast mich gesehen, okay. Das Ding, ich hasse das. Guten Abend. Das Ding hole ich vorher noch weg.
Oha, der hat's gerochen. So, wir waren, glaube ich, bei 3 Bechern. Ich opfer zu Anfang jeder Mission 10 Becher, damit wir mehr göttliche Gegenstände bekommen. Oh, weg von der Kante! Fünf Becher noch. Dann haben wir den Verlust schon mal weg. Müssen wir nicht hin. Es geht mir ja darum, dass ich möglichst zügig zum Boss komme. Einfach damit ich den nächsten Schwierigkeitsgrad dann hier noch bekomme. Oh. Na je. Oh wow, der hat den gesolot. Okay. Da schießt jemand auf uns. Wir sind nicht in Range, um den zu treffen. Ach. So ist gut. Ich weiß gar nicht mehr, was hier als Gegner kam. Da muss es einen besseren Weg geben, oder? Sieht nicht so aus. Dann mache ich die einen nach dem anderen weg. Excuse me. Das nicht an Kanten zu kämpfen, ist immer sehr kritisch. Na? Ich bin in Gedanken schon beim Boss, was wir da am besten machen. Das ist unsere Abkürzung. So einer bist du. Oh, der hat uns gezogen. Man darf die Gegner hier echt nicht unterschätzen. Gut, dass wir geblockt haben. Hmm?
Den habe ich nicht gesehen da oben. Shit. Ich hetze ein bisschen sehr gerade, ist die Sache. Vier Drehungen. Ja, mich schon, ja, da hast du recht. Der hatte aber auch die bessere Position. He had the high ground. Krass, dass wir nicht verloren haben. Jetzt habe ich die Abkürzung zu einer Abkürzung freigeschaltet. Okay. Müssen wir da hoch? Ich weiß nicht. Ah, jetzt kommen wir hier auch zu diesem... Dass die Range dafür gereicht hat, wundert mich. Kann ich mich da fallen lassen ohne Probleme? Da will ich mich nicht reinfallen lassen. Ich bin ganz komisch gelaufen, glaube ich. Anime auch dauernd voll für uns. Der ist mir ein bisschen zu nah an der Kante. Krieg ich den runtergeworfen? Doch. Da gab es so einige Stellen, wo man richtig spektakulär draufgehen kann, wenn man nicht aufpasst. Die mal zu uns. Ich treffe die Kristalle doch. Oh je. Glühwurmklinge. Das ist auch ein interessanter Name. Da ist noch einer. Echt jetzt? Kommt da ganz runter zu uns? Ja, okay. Können wir uns die Muni sparen. Mir ist das zu knapp an der Kante. Ja, das ist schon der ultimative Cheese. Ah, shit, schon wieder sowas.
Ach. So. Boah, die laufen hier überall. Ach nein. Den können wir ignorieren. Oh shit. Wir kriegen ganz viele von diesen Bildrollen zurzeit. Davon müssten wir gleich mal ein paar machen. Der hat den Key. Normalerweise setzt die Kombo da das immer auf Null. So. Das ist unsere nächste Abkürzung. Wir sind jetzt auch kurz vom Boss. Kodama sehen können wir eigentlich nochmal ändern. Da haben wir alle komplett sogar. Materialien. Ja komm, wieso nicht? Moin! Ja, so ziemlich jedes Grab, was ich aufmache, ist ein Kingo-Set gefühlt. Falls ich dein Grab sehe, wie meinst du, das leuchtet mehr? Bist du VIP im Spiel? Ah, vermutlich, weil wir befreundet sind, dass das so angezeigt wird, oder? I see. Oh Gott.
Ja, komm. Oh shit, ich dachte, wir hätten Geister von Ready. Och, du Schande. Ah, da liegt noch was. So. Du bist aber noch ein paar viel mehr Level höher als ich. Und du hast halt, wie viel war's? Plus 4, plus 7? Du hattest viel an der einen Stelle, das weiß ich noch. Schwacher Angriffsschaden, Kieferbruch. Selbst wenn ich... Ach so, deswegen. Ah. So. Jetzt sollte das gehen. In die Lücke müssen wir hier noch was anderes machen. Nur fürchte ich fast, das ist alles zu viel. Ja. Aber egal. Mehr als die zwei Skills brauchen wir so an sich auch nicht. Inventar muss ich jetzt ein bisschen clearen. Ich habe richtig viel Zeug bekommen. Das kann weg und das sperre ich dann, weil das ist höher vom Level. Full Mini. Dann kannst du nicht so cheesen wie ich, was? Gläubiger Anwender, das ist komplett neu, das kenne ich gar nicht. Onmyo Magie plus Reinigungsset im Prinzip. Beinschienen noch, dann sind wir durch.
Ah, hier habe ich noch nicht geguckt gehabt. Aber hier ist eh nicht wirklich. Bildrollen können wir gleich noch machen. Hart. Da gucken wir gleich mal. Erstmal Waffenschmied. Seelenbild. Gucken wir, ob wir. Nee, erstmal die Klauen. Die Klauen haben Priorität. Ich benutze die viel mehr. Nö. Ist noch nichts hoch genug vom Level. Dann gucken wir bei Rüstung. Ich fürchte ja. Egal, wir können vermutlich eh nicht aufrüsten an sich. Dann verkaufen wir jetzt alles, was nicht lila und was nicht grün ist. So, ab hier wählen wir ab. Den Rest können wir einfach zerlegen. So. Wir können auch neue Waffen hier. Von der Tara Hammer. Steinspalter. Ist sogar von einem Set. Okay, dann zur Hütte und alles, was wir nicht verwenden, wird eingelagert. Zack, so kann's gehen. Ja, ich habe auch keinen Unsinn gemacht. Machen wir mal ein bisschen mit Maria hier. Es gibt aber anscheinend immer noch viel, was Platz beim Inventar belegt. Muss ich ein paar Seelenkerne zur Ruhe bitten. Marias Waifu, ey. Enki sperren wir uns mal so ein paar. Yatsunokami auch. Das auch. Ah, stimmt, ich kann ja nach Level sortieren, oder? Da haben wir's. So. Kascha bleibt auf jeden Fall. Albtraumbote bleibt auch. Das ist selten.
Kinky kriegt man erst sehr spät und cool. Tate Ebushi. Oha, bleibt auch. Itsumade bleibt auch. Oh je, ob ich doch noch alle Sachen hier wegkriege. Sieht total schon. Verstorbenen Seelkern verwenden wir zum Fusionieren. Ja, alles andere kann weg. So. Haben wir auch gut Materialien für bekommen. Aber immer noch so viel Platz. Vielleicht wegen denen? So viele sind das aber an sich eigentlich nicht. Oha, das ist gut. Moment. Lebensanzug, eine Jutsu. A++. Das mit dem Set. Das haben wir gesperrt. Plus 21. Wo ist das Kodama? Netzke. Das hier. Plus 21 und Glück und Kodama-Geschwür und unbegrenztes Ninjutsu und Anima-Ladung. Rüsten wir das doch aus. Und. Fällt mir gerade ein, es gibt ja dieses Stein der Buße oder wie das heißt. Das können wir ja eigentlich mal machen. Ja, wieso nicht? Den Schmerz erhöhen. Stein zurückgeben. Ritual. Dann halte ich das Accessoire zurück, aber das bringt mir nichts. Wir erhöhen den Schmerz. Ist auch immer noch auf Traums starken. Okay. So können wir das dann an sich hochleveln. Interessant. Alles mit Lähmung. Richtiger Cheese-Bild, ey. Spuren des Infernos. Ah, ich habe gar nicht überprüft, ob wir mit dem Schmied reden können. Ah, können wir nicht. Da hätten wir Gunstpunkte einlösen können. So, dann machen wir mal so eine Bildrolle. Level 154, Level 168. Enenra und Kasha. Ich gucke erstmal, dass ich mir hier Wasser-Jutsus reinhole und sowas. So, die Schierlingsbrühe kann weg, Medusa-Pulver kann weg, verwenden wir ja eh nicht. Erdfeuer kann noch bleiben. Ah komm, wir machen das mal anders. Das Wasser nehmen wir auf jeden Fall. Feuerdrache nehmen wir auf jeden Fall, weil es cool ist. Hatten wir die fortgeschrittenen Federn hier noch nicht? Anscheinend nicht, okay. Shurinken dürfen wir nicht vergessen, mindestens ein paar damit zu nehmen. Ja, und den Rest nehmen wir so. Da bin ich zufrieden mit. So, jetzt gucken wir erstmal die ganzen Federn hier. Ah ne, Shrinken will ich auf Abruf. Komm, dann hier. Das Gegengift kann weg. Das
verwenden wir eh nie. Erdpfanne machen wir hier rein. So, jetzt habe ich, glaube ich, auch alles eingeordnet. Prozent zusätzlichen Schaden gegen Charakter, gegen Gegner, wo Lähmung schon drauf ist? Oder wie meinst du? Wir fangen erstmal langsam an und arbeiten uns dann hoch. Mit dem Cape kriege ich leicht Assassin's Creed Feeling hier, ey. 90% mehr Damage. Das wusste ich nicht. Okay. Ist trotzdem krass. So, Buff haben wir drauf. Mal gucken, was hier kommt. Rauf wegzulaufen. Oh shit. Da hinten läuft er. Ach. Wir lassen den erstmal laufen. Ist der gerade weggetaucht? Da hinten liegt er. Da geht's raus für uns. Prozent war richtig geraten, okay. Key-Regeneration plus 6, Key-Verbrauch abfüllen. Gesundheitsentzug, Nahkampfkill. Oha. Unzerstörbarer Panzer. Auch nicht schlecht. Ich hatte ja schon mal eine Bildrolle hier. Ah, Ausrüstungstropprate, Anima. Aber die hier ist tatsächlich besser, denke ich. Entdeckt von Torsak unterstrich 001. Ah,
Ah, kann es sein, dass ich ein Phantom gekillt habe, das die Schriftrolle gefunden hat und dann draufgegangen ist oder sowas? Interessant. So. Shutendoji, einäugiger Oni, Onibi. Innenra und Kasha. Oh je, Shutendoji schon wieder. Bin ich nicht so der Fan von, aber na gut. Wir müssen es erstmal so weit schaffen dann. Ich kann die Kristalle eigentlich schon mal kaputt machen, damit das später kein Amrita kriegt. Das ist Big Brain Time hier. Schaden gestorben. Da war ich nicht schnell genug. Ach, shit. Die Reichweite davon verbringt nichts, kann ich vergessen. Hat er kurz die Orientierung verloren. Thank you.
Gott. IQ, Jesus, Schatz. Ja, ich habe viel Erfahrung gegen den mittlerweile. Wie oft ich einfach gegen den verloren habe, ey. Dauernegative Effekte, minus 19,1%. Eine krasse haben wir noch. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so gut läuft. Inendra kriege ich hin. Kasha bin ich mir unsicher. Aber ein neuer Kasha-Seelenkern wäre schon nice. Ah, was war nochmal mit Gewicht, das ich mir tragen kann? Das hier. Da will ich mal ein bisschen rein investieren, damit ich auch mal mit anderen Sets spielen kann. Ich hätte mich erst buffen sollen, glaube ich. Wie ist er da denn ausgewichen? 1, 2. Er macht Sachen. Nein. Mir gut gegeben. 1, 2, 3. Da habe ich Glück gehabt. Komm.
sie einfach konstant am Ausweichen ist. Oh. Ich krieg sie gerade einfach nicht. Die Items, die wir bekommen haben, waren jetzt nicht so doll, aber wenigstens haben wir es First Try geschafft. Die Eule, ey, uff. Weißt du denn, wann man die Orangen-Items bekommen kann? Nahkampf-Kieschaden plus 5, Glück plus 14, Kieferbrauchabfall minus 3,6. Man kann Rollen also mehrmals machen, um sie dem eigenen Level anzupassen, wie es scheint. Nehmen wir das. Das hat alle Sachen, die ich tatsächlich verwende. Musst du auch herausfinden. Okay.
will gucken nach so Duellmissionen, die mache ich auch ganz gern. Uralter Text, oh. Da können wir auch gucken, was wir an Texten bekommen. Muss ich mal drauf achten. Hier auch uralter Text, Sasayuki. Das interessiert nicht. Das interessiert auch nicht. Aber die anderen beiden Nebenmissionen kann man machen. Boah, Stein der Buße haben wir auch schon fast voll, das geht aber zügig. Wir machen mal ein paar von den Gräbern, einfach um die Becher, die wir geopfert haben, zurückzubekommen. Oh, nice. Die Sachen von Kato sind gut. Die gefallen mir. Gesessen der zweite. Ach, na gut. Wir sind hier ziemlich schnell am Aufräumen gerade. Wirft einfach einen einzelnen vergifteten Shurinken auf uns, okay. Wo? Da. Schon krass, wie schnell wir mittlerweile einfach Ki brechen können. Ich liebe die Handschuhe.
Der kann weg. Ach du Schande. Da ist mir nicht aufgefallen, dass ich keine Anima mehr hatte. Ja, so eine chillige Mission und ich gehe trotzdem drauf. So kann's gehen. Wo bin ich denn gestorben? Na, ich muss da trotzdem komisch rum. Na gut. So ein guter Move, Rambok. Da oben wieder. Izuna Drop ist aber auch krass. Ah, da hinten bin ich gestorben. Ich den Drop einfach liebe. Wir hätten die Kick-Kombination viel früher auswählen sollen. Der Drop so unnötig. Na? Komme ich dahin?
Seine Ki-Regeneration ist echt killer, holy shit. Der war ziemlich stark dafür, dass der uns nur ein einzelnes Lilanes gedroppt hat. Da ging sie um einiges chilliger. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen ganz komisch laufen, um dahin zu kommen. Kann das sein? Den können wir ignorieren. Ah, okay. Auch keine von der Decke, soweit ich das sehen kann. Da bin ich wohl rein. Da habe ich einfach nicht getroffen. Der war ein wenig unnötig tough gerade. Das hat meinen Orientierungssinn auch gerade komplett gekillt. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Mario, ihr könnt mich auch mal stompen. Schon sad, dass diese Schlange der neue PogChamp ist. Ausdauer wollte ich ein bisschen. Ich hoffe nur, ich bin hier richtig. Aber sieht gut aus, glaube ich. Da habe ich Glück gehabt, dass ich da nicht rein bin. Aber ich merke den Unterschied schon. Durch den Stein der Buße sind die deutlich tougher geworden alle. Thank you.
kommt er einfach in seiner Yokai-Form gegen uns. Das erinnert mich an was. Shrinken, der harte Counter für die. Boah, hier scheint eine Menge los zu sein. Ach, komm schon. Ich würde dich mit Fäusten in 0,nix wegklatschen, sag ich dir jetzt schon. Schade, dass es die im ersten Teil nicht gibt. Im ersten Teil gibt es ja tatsächlich PvP. Da kann man Deathmatch machen. Man kann sich sogar gegenseitig Izuna droppen, wenn es nicht zu verbuggt ist. Na dann mal her damit. Uff. Ja, in Nioh 1 konnte man PvP. Richtig unbalanced, wenn du eine Kombi aus Odachi und Speer hattest. Und wenn du durch Ki-Impulse Waffen geswitcht hast, warst du unantastbar. Man konnte sich sogar gegenseitig parryen und alles. Folgende Kapitel hier wurden freigeschaltet. Oha. Jetzt haben wir alle diese Missionen freigeschaltet. Können wir die machen? Ach nee, komm. Wir müssen alles nochmal extra. Shit. Ich dachte, ich mache das jetzt richtig gemütlich. Einfach durch alles. Na gut, zwei haben wir. Handschuhe haben wir und Katana haben wir. Dann machen wir erst Katana, weil es ist nicht so mein Ding. Ja. Gemütlich halt, ne? Handschuhe OP. Schwert ist da eine andere Sache. Der sieht unsere Skills vermutlich und denkt sich so, WTF. Oha. Der unterbricht mich konstant gerade. Ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Meine Güte. Der macht Sachen. Daneben mit Parries. Oh Gott. Timing verkackt. Aber gut, dann machen wir Parry Only gegen den. Ich glaube, so habe ich den auch damals geholt. Kann das sein? Will er auch.
Es hat sehr viel Ki gefressen. Übung macht den Meister, ey. Ah, stimmt. Für Katana hatten wir auch Hisuna Drop komplett vergessen. Der EI-Klinge müssen wir aufpassen. Boah! Dewa, misete moraoka. Ach du Schande. Das one-shottet uns einfach fast. Panik verkackt. Oh mein Gott. Da haben wir's. Ich frage mich, ob der uns noch neue Skills beibringen kann. Geheime Skills irgendwie, aber sieht nicht so aus.
Das sieht ziemlich sick aus. Nicht das, was sie verwenden würden. Aber da muss ich echt noch mal mit den anderen ganzen Waffen machen. Das ist natürlich uff. Oh, nee, bevor wir das machen, der Stein ist ready und es zählt auch als Mission, denke ich. Dann gehen wir da einmal zurück. Da. Und erhöhen den Stein da nochmal. Weil die Accessoires, die wir da leveln, die werden wir dann opfern, um unsere Waffen oder um unsere Rüstung zu verbessern. Richtig cheeky wird das. So. Nochmal den Schmerz erhöhen. Boah, die Gegner werden dann nur ziemlich krass auf mich. AFK-Toilette und Katze-OP. Was für eine Katze? Schutzgeistkatze oder was meinst du? Oh, Moment. Die habe ich ja komplett übersehen. Die haben wir ja auch noch. Können wir auch alle noch machen. Der in den Schatten lebt. Als ob wir das für die Klauen noch nicht haben. Oder ist das, weil wir den Typen einfach noch nicht kennengelernt haben? Ich würde die Dojo-Mission jetzt alle nochmal durch und fertig machen und dann reicht auch erstmal für diesen Stream, denke ich. Oh shit, ich hab das Schwert noch drin. Oh, Kacke. Ganz schön gerade. Nur durch Items. Der spammt einen Hits ist heftiger als wir. Man schaue sich das an. Dafür, dass die uns dann nicht sehen sollen bei so einer Blendschale, ist aber noch sehr zielgerichtet hier. Meine Güte, der packt echt alles aus gerade. Ich mache hier auch schon Kombos wie ein Bekloppter, das interessiert ihn einfach nicht. Hanzo, OP, please nerf. Den kriege ich nicht mehr. Meine Güte.
Der andere. Kato, meinst du? Sein Ki erholt sich aber auch gerade so unglaublich schnell. Oh, da ist uns die Luft ausgegangen. No. Oh mein Gott, wie er mich triggert gerade. In die Paralyse rein. Okay, das wird unsere Go-To-Kombo, nehme ich an. Das war einer zu viel. Meine Güte. Ich glaube, an dem hänge ich länger. Den machen wir und dann ist Schluss. Wir müssen schauen, dass das Gift aktiv bleibt. Oh Gott. Er weicht zu viel aus. Ich komme nicht hinterher. Ich bin zu früh rein, shit. Da geht meine Vorbereitungszeit. Mit dem Stein der Buße war ein Fehler eventuell. Machen wir jetzt wohl Hit-and-Run-Taktiken. Weil er uns sein Ki nicht brechen lässt. Ich mach kaum Fortschritte, ey. Es geht so nicht. Ha!
Ich darf nicht zu gierig werden. Der one-shottet mich sonst. Der scheint uns immer noch ganz gut sehen zu können. Oh shit. Das Gift muss oben bleiben. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Shit. Shit, ich bin in seine reingelaufen. Ich dachte, da liegen nur meine. Scheiße, bin ich langsam. Die Verlangsamung weg, hoffe ich. Unser Gift nur leider auch. Ja, scheiße. Ach du Schande. Er deckt sich konstant selber mit den Dingern. Nein! Was machst du aber auch, ey, dass du so krass unterlevelt das versuchst? Ich hab den Level und bin am Struggeln. Wir gehen hier drauf. Echt jetzt? Na gut, daneben nachher. Ich lass mich einmal drauf gehen. Ich habe einen Fehler schon gleich am Anfang gemacht, ey. Ich bin reingelaufen.
So. Gift. Schriftrolle. Angriff. So, jetzt er vergiftet. Jetzt lassen wir das Gift einfach die Arbeit für uns machen. Scheiße. Er powert durch, was? Schade, ich dachte, ich könnte ihn so stunlocken. Ja, nee. Komm du zu uns, mein Freund. Oh Gott. Oh, wir hatten so einen guten Anfang. Vielleicht. Versuch mal was. Okay, zwei Hits. Nee, ich kann nicht zwischen parryen. Ich muss den ersten vermutlich schon. Zu wenig Range. Mein Timing stimmt für den ersten Schlag, aber da hat es nicht gestimmt, ausnahmsweise. Oh Gott.
Nein, ich war in der Wolke. Okay, die erste Hälfte mache ich mit Gift und Ninjutsus und allem und dann gehe ich nur auf Parries. Die Fäuste nehmen wir aber für Gift und so. Wir müssen schauen, dass wir das Gift so lange oben halten wie möglich. Oh Gott. Ich hätte den Gift-Shrinken verwenden müssen. Den hatten wir noch. Da habe ich nicht aufgepasst. Habe ich noch was? Damit er uns nicht sieht. Und eine Erdfalle. Oh Mann. Nee, da laufen wir nicht rein, sonst werden wir verlangsamt. Verfehlt uns gerade. Boah, unser gesamtes Ki weg. Nur weil wir das versucht haben zu blocken. Ja, es wird schwer. Komm schon. Dann chippen wir eben. Da sind die Fäuste für besser.
Ach, scheiße. It's not much, but it's honest work. Da bin ich fast rein. Da habe ich unsere Chance gesehen, weil er wenig Ki hatte. Er muss da hinten weg. Ach du Schande. Meine Güte. Ja, da hatten wir nichts mehr, was wir machen konnten. Wir haben alles verwendet. Aber Gift ist schon krass, wenn man das möglichst lange aktiv hält. Trotzdem, holy shit. Wir gehen meistens ja eh auf Keykillen, von daher wechseln wir da drauf. Aber das war echt holy shit eben. Oh ja, die haben es in sich, da muss man echt aufpassen. Ich guck nur einmal. Beziehungsweise ich sortiere jetzt einmal wieder. Und dann reicht's für diesen Stream auch. Hanzo hat mir gerade so ein bisschen die Lust gekillt.
Den New Zushan unversehrt. Ah, okay. Unbegrenztes Ninjutsu ist natürlich auch krass. Aber die Geduld, die wir da am Ende haben mussten, das war echt schon nicht mehr lustig. Ah, nee, Moment. So muss das. Der Rest wird einfach zerlegt. Umform. Forme Pluswert Ausrüstung um und passe Pluswert Eigenschaften an. Ah, ich kann die verschiedenen Stats dann verändern, je nachdem, worauf ich von der Skalierung gehen will. Das ist interessant. Auf dem Boden sind plus 7 Minimum. Boah. Das ist natürlich krass. Irgendwas wollte ich noch machen. Ich komme gerade nicht mehr rauf. Was hatte ich denn eben geplant noch? Ich wollte, glaube ich, gucken, ob ich Hayabusa-Rüstung habe an sich. Da habe ich aber, glaube ich, nicht. Da habe ich nicht genug gegen ihn gekämpft. Na gut. Egal. Dann beende ich den Stream hier an der Stelle und mache dann wann anders weiter. Und ich sehe euch dann das nächste Mal. Bis dann.